Mit Tränengas verteidigen griechische Sicherheitskräfte die EU-Außengrenze zur Türkei. Athen gibt an, mehr als 4000 illegale Grenzverletzungen durch Migranten abgewendet zu haben. Es fliegen Steine und Brandsätze. Viele der Männer sind verzweifelt. Die Lage ist angespannt, seitdem tausende Flüchtlinge seit gestern im äußersten Nordwesten der Türkei angekommen sind. Der türkische Präsident Erdogan hingegen behauptete, bis Freitag seien 18.000 Flüchtlinge über die türkische Grenze in die EU gekommen. Die EU habe ihre Versprechen nicht gehalten, kritisierte er, sein Land könne so viele Flüchtlinge nicht versorgen. Mehr als 3,6 Millionen Flüchtlinge sollen aus Syrien in der Türkei sein. Ein Pakt mit der EU von 2016 sieht vor, dass Ankara die Migranten vom Weg in die EU abhält. Im Gegenzug erhält die Türkei 6 Milliarden Euro von der EU. Griechenlands Zivilschutzminister Chrysochoridis nannte die Lage an der Grenze schwierig und widerwärtig. Die Menschen dort seien nicht aus eigenem Entschluss gekommen. Und Österreichs Bundeskanzler Kurz mahnte: Wir sind in Kontakt mit unseren europäischen Partnern, vor allem mit Bulgarien und Griechenland. Dort müssen die Menschen gestoppt werden. Es darf keine illegale Migration nach Europa stattfinden. Und vor allem darf sich ein Szenario wie im Jahr 2015 nicht wiederholen. Am Donnerstag wollen die EU-Außenminister bei einem informellen Treffen in Kroatiens Hauptstadt Zagreb über die Türkei beraten.